Das ist heute die fünfte Unterricht vom Dauerkurs. Wir versuchen also innerhalb von erstmal von einem halben Jahr einen Halbjahrstest zu machen. Das heißt Dauer, der Aufruf zum Islam, wo wir wirklich einige Tipps lernen, wie wir unsere Dauer verbessern können. Wie jeder von uns mit seinem zum Beispiel mit seinen Mitschülern oder Studenten oder Arbeitskollegen besser über den Islam diskutieren kann, sie besser überzeugen kann. Warum? Warum machen wir das? Wir machen das, weil unser Ziel ist, weil unser Ziel darin besteht, den Islam in Deutschland in jedes Haus hineinzubringen. Das ist unser Ziel, ganz klar. Und das haben wir auch schon des Öfteren gesagt, und da brauchen wir uns auch nicht zu verstecken, sondern es muss eigentlich das Ziel von jedem Muslim sein. Jeder, der die Religion Allahs liebt, der muss diese Begierde haben, diese Religion nach vorne bringen zu wollen. Und wenn wir uns sehen, welche Anstrengungen die Christen unternehmen, um Leute zu ihrer Religion, zu ihrer falschen Religion zu bringen, zu dem Weg, der in die Hölle führt, zu diesem Götzendienst, wo Heilige angebetet werden teilweise, oder wo Menschen neben dem allmächtigen Gott angebetet werden. Denn für uns Götzendienst, Schirk, ist nicht nur, wenn man eine Götze aus Stein oder Holz anbetet, sondern auch, wenn man einen Engel, einen Propheten oder einen rechtschaffenen Menschen anbetet. Das ist für uns alles Schirk, alles eine Art von Götzendienst. Ja, wenn wir sehen, wie diese Menschen, die Christen sich anstrengen, um Menschen zu ihrem Weg zu rufen, ja, und das dann vergleichen mit den Bemühungen oder vielmehr den fehlenden Bemühungen der Muslime, da muss man echt weinen normalerweise. Und wir wundern uns immer, wir fragen uns immer, warum ist die Situation der Muslime so schlecht? Ich sage euch ganz klar, also ein Zeichen ist für mich ganz klar und deutlich das Verlassen der Dawa. Denn es gibt einige Dinge, einige Sünden, wo Allah erwähnt, wo der Prophet erwähnt oder wo Allah erwähnt, dass die Strafe schon im Diesseits herabkommt. Und dazu gehört das Verlassen der Dawa. Der Prophet a.s. sagt: لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Das heißt, entweder gebiet das Gute und verbiet das Verwerfliche, oder Allah wird eine Strafe auf euch herabsenden, dann werdet ihr Dua machen, die Dua wird nicht erhört werden. Das ist das, was er sagt. Subhanallah. Und deswegen, und das ist auch das, was Sheikh bin Baz sagt, in einer Zeit, wo die Leute, die Wissen haben, wenig sind und wo sich die Schlechtigkeit verbreitet hat, dass es dort für jeden Muslim Pflicht ist. Und jeder kann etwas lernen. Uns geht es nicht darum, einfach nur Unterhaltung zu machen. Viele Leute kommen zu einem Unterricht von mir, die wollen sich unterhalten lassen. Die wollen einen kleinen Witz hören, ja, Ärger von der Dönerbude und so weiter. Ja, aber es geht hier wirklich um eine ernsthafte Sache. Es geht darum, Brüder und Schwestern, dass wir etwas mitnehmen. Deswegen auch die Hefte, damit man etwas mitschreibt. Und wir wollen dann, und das kommt dann im Internet, wir wollen, dass nach einem halben Jahr, wenn wir Tests machen, wir haben jetzt vier Unterrichte gemacht. Im ersten Unterricht Einführung in die Dawa. Warum macht man Dawa? Im zweiten Tipps zur Verbesserung der Dawa. Dann der dritte Unterricht, Dawa mit Atheisten. Wie redet man, die Leute sagen, es gibt keinen Gott. Der vierte Unterricht war Verteidigung der Sunna. Das heißt, Leute, die sagen, ja, die Sunna, wer weiß, ob es erhalten ist. Weil das ist auch eine Verteidigung unserer Religion. Und heute ist der fünfte. Heute will ich über eine Gruppe in Deutschland reden, von den Nichtmuslimen, die am meisten verbreitet ist. Die am meisten verbreitete Gruppe. Was denkt ihr, was ist die am meisten verbreitete Gruppe unter Nichtmuslimen? Eure Meinung. Oder sagen wir mal so, das ist jetzt keine Sache von richtig oder falsch. Das ist jetzt meine Meinung nach die Gruppe, die am meisten vorhanden ist. Diese Gruppe, die ich jetzt hier erwähne. Ja? Was denkt ihr, mit welcher Gruppe hat man es am meisten zu tun in Deutschland? Zeugen Jehovas. Davon gibt es in Deutschland 100.000. Buddhismus? Also mit welcher Gruppe hat man es am meisten zu tun? Baptisten, davon gibt es auch ungefähr 200.000 in Deutschland. Ja, normal nicht durcheinander, weil sonst höre ich ja nichts. Der eine sagt Katholiken, Katholiken und Protestanten gibt es ungefähr gleich viele in Deutschland. Agnostiker gibt es viele, aber ich würde nicht sagen, dass sie die Mehrheit darstellen. Agnostiker bedeutet jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Dann interessiert mich nicht. Gibt es viele von.
ist eigentlich ungefähr genau mit derselben Handhabe zu behandeln wie die Atheisten, dass man ihn davon überzeugt. Ja, deswegen eigentlich, wenn man sich den Unterricht 3 anguckt, da aber mit Atheisten, das kann man auch sehr stark für Agnostiker benutzen. Atheisten haben wir ja sowieso schon gehabt. Ich denke nicht, dass Atheisten die sind, die am meisten vorkommen, sondern. Ach, hey. Buddhismus ist ja modern geworden. Bruder, wie viele Buddhisten haben wir in Deutschland? Ja, aber ich meine jetzt, es gibt wirklich die, die haben. Glaubst du, dass Buddhismus die am meisten vorhandene Religion in Deutschland ist? Ja, das ist ja meine Frage. Meine Frage ist ja nicht, ob Buddhismus modern ist oder ob es viele Buddhisten gibt, sondern die Frage war ja gewesen, was ist die am meisten vorhandene Gruppe, mit der man in Deutschland Dauer macht? Wenn wir jetzt in Malaysia gewesen wären oder in China oder was weiß ich, irgendwo in keine Ahnung wo, und da hättest du gesagt, Buddhismus kann gut sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass, es gibt ja Länder, wo Buddhismus die stärkste Religion ist, aber hier in Deutschland ist das definitiv nicht die Religion, mit der man am meisten zu tun hat. Ich hatte in den 4 Jahren, wo ich jetzt in der Dauer hier in Deutschland von einem Ort zum anderen gehe, da habe ich noch nicht mal eine Handvoll Gespräche mit Buddhisten geführt. Auch wenn es natürlich Leute gibt, die zu diesem Glauben übertreten. Aber dazu kommen wir später noch. Du wolltest was sagen, Bruder. Ich würde sagen, das ist es, genau. Ich würde sagen, das ist die am meisten. Also das ist meine Meinung. Man kann auch anderer Meinung sein. Es kann auch jemand der Meinung sein, Atheisten. Ja, wie gesagt, aber meiner Meinung nach, von meiner Erfahrung her, die, mit denen man am meisten zu tun hat, sind nicht praktizierende Christen, die sagen, sie seien Katholiken oder Protestanten und die von ihrer Religion absolut keinen Plan haben. Das heißt, das sind verkappte Christen, sage ich. Das sind eigentlich keine richtigen Christen. Sondern das sind eigentlich Deisten, sind das. Es gibt Atheisten, Agnostiker, Deisten. Deist bedeutet, ja, das ist jemand, der glaubt an Gott, aber der sagt, Gott hat keinen Weg für irgendjemand festgelegt. Hauptsache, du bist ein guter Mensch. Klappt schon irgendwie, verstehst du? So, und eigentlich ist das so ein Mittelding zwischen beiden. Wenn du zum Beispiel mit so einem Christen redest, und da gebe ich euch direkt einen Tipp, wie man direkt auf den besten Punkt kommt. Glaub es mir, deswegen, und das ist ein großer Vorteil von der Dawa hier in Deutschland, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass die Leute verkappte Christen sind, oder beziehungsweise Christen sind, von der Religion keine Ahnung haben. Denn es gibt eine Definition von Akida. Wir kennen Akida. Akida kommt von Akt. Rob Bishidda wa Ihkam. Das heißt, etwas festbinden. Das ist die sprachliche Bedeutung, davon kommt das. Das heißt, das Festbinden. Wenn wir also von Akida, Glaubenslehre, reden, dann sagt man, und da gibt es diese Definition von Al-Imanul Jazim, Al-Ladhi la yatatarraku ilayhi shakkun ladal mu'taqid, bi sarfi nadari annahu al-i'tiqadi haqqun aw batil. Das heißt, der feste Glauben, an den kein Zweifel kommt, bei dem, der daran glaubt, egal ob dieser Glaube richtig oder falsch ist. So, warum ist das jetzt ein Vorteil, wenn wir mit solchen Leuten reden? Weil die meisten Leute, die hier in Deutschland Christen sind, die haben keine Akida. Die haben keinen festen Glauben. Die sind hin und her am Wanken. Wenn du jemanden hast, der fest ist in seiner Sache, das ist schwer, den zu rütteln. Das ist schwer, den von seiner Meinung wegzubringen, weil der sagt, der will gar nichts anderes hören. Wie mit diesen Zeugen Jehovas, mit denen ich diskutiert habe. Ja? Im Neuen Testament steht 237 Mal der Name Jehova, obwohl es in den Manuskripten gar kein Jehova gibt, in den griechischen Manuskripten gibt es kein Wort Jehova. Sie sagen aber, das Alte Testament ist von den Katholiken gefälscht worden, weil sie das Wort Jehova nicht übersetzt haben als Jehova, sondern als Gott. Obwohl es auch da kein Wort Jehova gibt. Aber das nur mal nebenbei, verstehst du? Das heißt, der ist so, der kapiert, der will gar nicht nach rechts und nach links gucken, der will gar nichts sehen. Aber diese Leute, die keinen festen Grund haben im Christentum, diese Leute sind schnell zu überzeugen. Das ist ein Riesenvorteil von der Dawa im Westen. Von der Dawa im Westen, mit Westen meine ich Europa, Australien, Nordamerika. Weil die meisten Leute, die haben keine richtige Basis. Wenn du dich mit einem Baptisten unterhältst, der voll an seiner Sache festhält, es ist unheimlich schwer. Aber diese Leute sind meiner Meinung nach, man kann auch anderer Meinung sein, einfacher. Weil er keinen festen Glauben hat. Versteht ihr? Wenn ihr etwas habt, was fest ist, wenn du hier Wasser drin hast, ist nicht fest, kriegst du leicht ausgeschüttet. Aber wenn du hier Eis drin hast, was hier dran geklebt ist, dann musst du vielleicht erstmal so machen, bis das rauskommt, dieses Eis. Weil das an der Wand festklebt. Das ist der Vorteil. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Nachteil. Aber wir müssen nur wissen, mit welchen Dingen wir dort zu kämpfen haben. Weil die Leute, die keine religiöse Bindung haben,
Denen fällt es oft schwer, verschiedene Zusammenhänge richtig zu begreifen. Und dazu kommen wir heute. Das sind zum Beispiel solche Zusammenhänge, ja, warum denn Freiheit, warum soll man denn unbedingt Regeln befolgen und Hauptsache, man ist ein guter Mensch und alle kommen ins Paradies und diese ganze Gelaber. Ja, aber das sind eigentlich Sachen, die ziemlich einfach zu widerlegen sind. Jetzt, wenn man mit so einem verkappten Christen redet, der sagt, er ist Christ. Ich sag dir, das Erste, womit du anfängst, du merkst, der hat keine Ahnung von seinem Christentum. Du sagst zu ihm, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Glaubst du, dass man Jesus anbeten soll? Glaub es mir. Frag diese Frage. Der wird sagen, nee. Sagst du ihm, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Der sagt, nee. Glaubst du, dass man ihn anbeten soll? Nee. Warum? Weil der hat noch was von Fitra da. Den haben die nicht in der Kirche hier gepolt. Hier, du musst das so glauben. Sondern der hat doch so eine Fitra noch etwas von natürlich veranlagt. Der weiß, Jesus soll man nicht anbeten. Wofür? Frag ihn das. Glaub es mir. Erste Frage, wenn du mit so einem redest, glaubst du, Jesus ist Gott? Wenn er sagt nein, dann sagst du zu ihm, guck mal, wenn du sagst, dass Jesus nicht Gott ist, dann bist du gar kein Christ. Dann bist du näher zum Islam als zum Christentum. Guck mal, damit hast du ihn jetzt schon nahe gebracht, weil du musst ihm klar machen, das, was du glaubst, ist gar kein Christentum. Christentum. Hier im katholischen Katechismus steht, wer nicht glaubt, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Also fängst damit an. Du sagst, guck mal, du behauptest von dir, du bist Christ. Du schreibst dich dem Christentum zu, aber du bist laut Definition vom Christentum, laut katholischer Kirche, evangelischer Kirche, bist du gar kein Christ. Sondern du bist näher zum Islam. Was ist denn Jesus für dich? Dann sagt der Sohn Gottes. Glaub es mir, sagt Sohn Gottes. Sagst ihm, was meinst du mit Sohn Gottes? Meinst du jetzt mit Sohn Gottes, wörtlich gesehen, Gott, a'udhu billah, hat mit Maria ein Kind bekommen? Er wird sagen, nein, nein. Glaub mir. Der wird sagen, nee, 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 das glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass Jesus ein auserwählter Diener ist, so ein guter Mensch, der sehr gut war, der Wunder gemacht hat. Dann sagst du zu ihm, das glauben wir auch. Das heißt, was du eigentlich glaubst in deinem Herzen, ist eigentlich das, was wir Muslime sagen. Nur warum bist du kein Muslim? Warum bist du Christ? Du sagst ganz klar, das, was du glaubst, ist kein... Du sagst ganz klar, dass du nicht ans Christentum glaubst. Das musst du ihm klar machen. Es ist wichtig, dass du ihm klar machst, dass er so kein Christ ist. Viele werden dann sagen, weil die so keine Ahnung haben, die werden dann sagen, Quatsch, ist mir schon oft passiert. Ich habe einmal einen Vortrag gemacht, ich kann mich an zwei Dinge zweimal erinnern. Einmal kommt jemand zu mir, da habe ich einen Vortrag in Katar gemacht, auf Englisch, da habe ich das erzählt. Da kommt danach so ein schwarzer Basketballtrainer zu mir, so ein riesengroßer, ne, der kommt zu mir an und sagt, ja, aber ich wollte nur sagen, was du gesagt hast, ist falsch. Jesus ist nicht bei den Christen Gott. Was sagst du dann zu ihm? Guck mal jetzt. Also er sagt, ist nicht so, das stimmt gar nicht. Das ist falsch, was du erzählst, sondern Sohn Gottes. Okay, Sohn Gottes? Was meinst du mit Sohn Gottes? Aha. Und dann wird er dir genau dasselbe erzählen. Er meint damit, auserwählter Diener hin und her, ist ja ohne Mutter erschaffen. Was sagst du, wenn gesagt wird, ja, er ist ohne Mutter, er ist ohne Vater erschaffen? Und was sagst du? Sagst du, was mit Adam? Keine Mutter, kein Vater. Das ist ja dann noch mehr, oder wie? Was ist der dann? So, verstehst du? So, als Beispiel. So, jetzt geht's weiter. Bei dem anderen Vortrag, da kommt eine Frau danach zu mir. Eine junge Frau, ja, voll aufgestylt, ne? Die kommt nach dem Vortrag, kommt die zu mir, ist voll sauer auf mich. Also das, was du erzählst, ist totaler Quatsch. Ich bin Katholikin, ich war bei der Firmung, ich habe dies und das gemacht und das ist falsch. Jesus ist nicht Gott. So, was sage ich jetzt zu der? Wie gehen wir jetzt ran? Überlegen. Gibt es einen ganz einfachen Weg? Und das müsst ihr euch immer merken. Fragen stellen, wo die in der Klemme sind. Die können dir nur Recht geben dann. Verstehst du? Du stellst eine Frage, wo du sie zu einer Entscheidung zwingst. So sagst du ihr, okay, nehmen wir mal an, du hast Recht. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast Recht oder du hast Unrecht. Du sagst jetzt gerade selber, dass du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist. Richtig? Ja, sagt, nee. Dann wird die Person sagen, nee, ich glaube nicht, dass Jesus Gott ist. Okay, du sagst, du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist. Okay? Du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist. Okay, dann frage ich dich. Wenn du das nicht glaubst und
Jesus ist aber laut Christentum angenommen. Weil du kannst, entweder du hast recht, Jesus ist im Christentum nicht Gott, oder du hast Unrecht. Entweder du hast recht oder ich habe recht. Eins von beiden. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nun, ich habe gesagt, laut Christentum, Jesus, laut Christentum ist Jesus Gott. Du sagst, das stimmt nicht, laut Christentum ist Jesus nicht Gott. Das heißt, entweder ich habe recht oder du. Ne? Wahrscheinlichkeitsrecht. Da wird sie sagen, nee, aber ich habe recht. Okay. Also sie wird dann behaupten, oder er wird behaupten, dass er recht hat. Dann sagst du, okay, nehmen wir mal an, du hast nicht recht. Und du glaubst, du sagst selber, du glaubst nicht, dass Jesus Gott ist. Okay? Geh zum Pfarrer. Wenn der Pfarrer sagt, doch, laut katholischer Kirche, laut evangelischer Kirche ist Jesus Gott, wirst du dann das Christentum aufgeben? Bumm. Diese Frage. Der bleibt nichts anderes übrig. Verstehst du, wenn die jetzt die Wahrheit will, geht sie zu ihrem, oder er die Wahrheit will, geht er zum Pfarrer. Wenn der Pfarrer sagt, Jesus ist Gott, er hat vorher schon gesagt, er wird es aufgeben. Verstehst du, das ist ganz wichtig, da kannst du sie richtig, richtig mit rankriegen. Ja, nochmal diese Sache. Ja, wir machen jetzt mal, wir machen diesen Workshop. Komm mal einer nach vorne, ich mache mit dir das als Spiel. Wer macht das mit mir als Spiel? Dass wir das als Spiel machen. Oder ich mache das so mit euch, ihr könnt so sitzen, ist kein Problem. Oder ihr stellt euch das, ihr müsst euch das, wisst ihr, warum ich das will? Weil ich will, dass ihr hier rausgeht, damit ihr diese Sache im Kopf habt, okay? So, jetzt zum Beispiel, ich sage zu dir, jetzt nehmen wir mal an, hier sitzt ein Christ. So, hier sitzt jetzt ein Christ. Ich will gar nicht sagen, ja, hier sitzt jetzt ein Christ, da kann ich gar nicht so sagen, weißt du? Nehmen wir mal, hier sitzt jetzt ein Christ. Verstehst du? So, hier. Hallo! So, jetzt. Jetzt einer von euch, der fängt damit an. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Und macht er so. Nein! Nein, nein, nein! Auf keinen Fall! Und dann sagt er, dann sagst du zu ihm, okay, wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht glaubst, aber laut Christentum ist er doch Gott, wirst du dann das Christentum aufgeben? Dann sagt er ja. Wenn er nein sagt, dann sagst du ihm, du bist nicht ehrlich. Du bist unehrlich. Dann bist du ein Heuchler. Das musst du sagen. Ja, verstehst du? Er hat nur zwei Möglichkeiten. Du sagst zu ihm, okay, Jesus ist laut Christentum Gott. Der sagt nein. Das glaube ich nicht. Das stimmt nicht. Jesus ist nicht Gott laut Christentum. Dann sagst du, okay, Frage. Wenn er doch Gott ist laut Christentum, du kannst ja zum Pfarrer gehen und ihn fragen. Wirst du das Christentum aufgeben, weil du glaubst ja selber nicht, dass Jesus Gott ist? Dann wird er sagen, so, wenn er sagt nein, weil wir ein bisschen hart nicht sagen, wird er, nee, der ist ja nicht Gott. Ja, nee, nur mal angenommen, geh doch mal zum Pfarrer, frag ihn. Ja, nee, der ist nicht Gott. Doch, guck mal, frag doch einfach mal den Pfarrer und ich stelle dir eine Frage. Nehmen wir mal an, du hast Unrecht. Es kann ja sein, dass man mal, dass einmal etwas entgeht, kann ja sein. Aber du glaubst ja nicht, dass Jesus Gott ist, oder? Nee, Jesus ist ja auch nicht Gott. Okay. Geh zum Pfarrer, frag ihn. Wenn der Pfarrer sagt, laut Christentum ist Jesus Gott, wirst du das Christentum aufgeben. Wenn er sagt ja, okay. Wenn er sagt nein, sagst du, ein bisschen Heuchler. Dann hast du gerade zugegeben, dass das dich sowieso gar nicht interessiert, ja? Dann die nächste Frage, die du stellst, war jetzt der Wecker, oder? Gebet. Okay, dann, ich mache noch 5 Minuten, dann machen wir Adhan, inshallah. Nur das zweite Beispiel. Zweite Beispiel ist, also diese zwei Fragen musst du dir stellen, für den Christen, der keine Ahnung hat. Erstens, war Jesus Gott? Zweitens, wie kommt man als Christ ins Paradies? Wie kommt man laut deiner Religion ins Paradies? Stell diese zwei Fragen. Wenn du ihn fragst, wie er als Christ ins Paradies kommt, weißt du, was er dir für eine Antwort geben wird? Er wird zu dir sagen, du musst glauben und gute Werke tun. Dann wirst du zu ihm sagen, das, was du gerade sagst, ist Islam. Islam sagt, du musst glauben, gute Werke tun und sagt, Jesus ist nicht Gott. Aber Christentum sagt das nicht. Christentum sagt, und das steht in Römerbrief 5 und Römerbrief 6, dass Jesus sich für die Sünden der Menschen geopfert hat,
Und dass man daran glauben muss, dass er sich für die Sünde von Menschen geopfert hat. Dass man das annehmen muss, den Opfertod. Das muss man glauben. Das war's. Wir Muslime sagen, du musst glauben an Gott und so weiter und gute Werke tun. Das heißt, Kollege, den ersten Punkt hast du beantwortet als Islam. Du sagst, Jesus ist nicht Gott. Den zweiten Punkt, was hast du dort gesagt? Hast du auch Islam beantwortet. Das heißt, in deinem Inneren glaubst du an Islam. Dann frage ich dich, und dann kommt die Finishing Move-Frage. Kennt das ja, ne? Haben wir schon gehabt. Wer den Dawa-Kurs 3 gesehen hat, kennt ihr Finishing Move hier? Beim Wrestling gibt es ja Finishing Move. Zum Beispiel Gorilla Press und Bear Hug und Tombstone und sowas, ja? Ja, und alles Mögliche. So. Hier sagst du dann zu ihm, okay. Hier sagst du dann zu ihm, okay, wenn du in beiden diesen wichtigen Punkten an das glaubst, was der Islam sagt, was hindert dich dann, den Islam anzunehmen? Glaub mir, diese Frage ist ganz wichtig. Was hindert dich, den Islam anzunehmen? Der wird noch ein bisschen hartnäckig sein, aber dann sagst du zu ihm, guck mal, geh heute nach Hause und mache bitte Gott um Rechtleitung. Und denke an diese zwei Sachen. Wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott war, und wenn du nicht glaubst, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, dann bist du kein Christ. Dann bist du eigentlich, glaubst du an Islam. Das Einzige, was dir noch fehlt, ist, du musst es aussprechen. Weil alleine an die Sache zu glauben, reicht nicht. Denn Abu Talib hat auch geglaubt, dass der Prophet a.s. ihm die Wahrheit sagt. Aber er hat es verweigert zu folgen, weil er der Religion seines Volkes weiter folgen wollte. Ist genau dasselbe. Und wisst ihr, wie viele Leute es gibt, die diese Einstellung haben? Bruder, wenn du jemanden hast, der zu dir sagt, ist mir egal, auch wenn Islam richtig ist, werde ich ihm nicht folgen. Was willst du groß diskutieren? Glaub mir, Bruder, es gibt welche davon. Ich habe es selber schon gehört. Leute haben gesagt, selbst wenn ich wüsste, der Islam ist richtig, und selbst wenn er wüsste, der Islam ist richtig und er würde in die Hölle gehen, er wird der Sache nicht folgen. Davon sehen wir so viele. Abu Talib hat es gewusst. Iblis, Iblis, Iblis. Er weiß ganz genau, dass er auf dem falschen Weg ist und er weiß ganz genau, dass er in die Hölle gehen wird. Und Iblis kann Tauber machen. Theoretisch kann er Tauber machen. Aber er wird keine Tauber machen. Allah weiß, er wird keine Tauber machen. Er wird keine Tauber machen. Und so ist es auch mit vielen Muslimen heutzutage. Viele Muslime, die wissen, ihr Weg ist falsch. Aber sie folgen dem Weg nicht. Und ich gebe euch das als Antwort dafür, dass die Strafe ewig ist. Manche Leute sagen, guck mal, der hat 70 Jahre Sünden gemacht und dann kriegt er eine ewige Strafe. Was sagst du dann zu ihm? Allah sagt im Koran, einem Vers, dass wenn sie zurückkehren würden, sie würden dasselbe nochmal machen. Das heißt, das ist denen ihr Zustand. Und außerdem hat Allah weiß, was gerecht ist. Und das ist denen ihr Zustand. Das heißt, wenn er zu dir sagt, ja, warum, der hat 70 Jahre Sünden gemacht und dann kriegt er 100 Jahre Strafe, warum? Warum nicht 70 Jahre? Erstens, Allah ist der Befehlshaber, ist derjenige, der die Gesetze macht. Punkt Nummer 1. Und Allah weiß am besten, welche Strafe gerecht ist. Punkt Nummer 2. Diese Leute, wenn sie kommen, wiederkommen würden, sie würden dasselbe nochmal machen. Das ist das, wie Allah das im Koran beschreibt. Die sagen zu Allah, lass uns noch einmal zurückkehren, wir werden es ändern. Er sagt, ihr lügt. Ihr würdet genau wieder dieselbe Sache machen. Das heißt, das ist denen ihr Zustand. Und so siehst du es heute mit vielen Leuten. Die sagen, ja, irgendwann fange ich an, irgendwann fange ich an. Ich sage jetzt nicht, der ist Käfer, ist ja klar, ist ein Muslim jetzt. Und genauso dort auch. Du hast es mit Leuten zu tun, die wissen, dass der Islam richtig ist, aber die folgen dem Islam nicht. Die erste Dings vom heutigen Dawa-Kurs, die erste Frage war, warum, was macht es leicht bei der Dawa mit diesen verkappten Christen oder Deisten? Was macht leicht diese Dawa? Da habe ich eine Regel genannt, das habe ich auch auf Arabisch genannt. Das hatte mit Akida zu tun. Da habe ich dieses Beispiel gebracht mit dem Becher. Komm, beantwortet mal hier. Was macht es leicht? Ja. Ja, jemand, der keine feste Akida hat, der ist eben leicht
Ganz genau. Das ist ganz genau. Es gibt halt Leute, die sind voll von einer Sache überzeugt. Ja, und der nicht voll von einer Sache überzeugt ist, Akida bedeutet fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Das ist Akida. Egal, ob der Glaube erstmal richtig ist oder falsch. Das heißt, vielleicht gibt es einen Buddhisten, der hat eine Akida. Das ist eine falsche Akida, weil er einen falschen Glauben hat. Ja? Aber es ist eine Akida, es ist ein fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Der ist von seiner Sache überzeugt. Ja, das war die erste Sache. Deswegen ist es oft, das ist ein Grund, warum es leicht sein kann. Es gibt natürlich andere Dinge, die es eventuell erschweren. Dann war der erste Punkt, wenn wir es mit so einem Christen haben, zwei Fragen, die wir ihm stellen. Frage Nummer eins war was gewesen? Glaubst du das? Dass Jesus Gott ist. Punkt. Genau. Frage zwei war, wie kommt man ins Paradies? Punkt. Weil wenn er sagt, und so, dann muss er darauf antworten, dann muss er eine Antwort geben. Normalerweise, bei Katholiken sogar, gibt es heute noch in den Krankenhäusern eine Nottaufe. Weil im Römerbrief 6 wird klar, also Römerbrief 5 und Römerbrief 6, das sind die entscheidenden Stellen in der Bibel, dass man nur ins Paradies kommen kann, indem man sich auf den Tod von Jesus taufen lässt. Also durch die Taufe nimmt man den Opfertod von ihm an. Deswegen gibt es Nottaufe, damit das Baby, und das wurde auf dem Konzil 405 in Karthago festgelegt, dass ein Baby, das stirbt, ungetauft in die Hölle geht. Ja, das ist, heutzutage versucht man natürlich diese Sachen alle unter den Teppich zu kehren, ist natürlich klar. Das heißt, es sind Sachen, die man merkt, die ihr euch merken müsst. Ja, dass ihr sagen müsst, Nottaufe in katholischen Krankenhäusern. Karthago, Konzil von Karthago, 405 nach Christus, wurde gesagt, Babys, die in die Hölle gehen, Babys, die nicht getauft sind, gehen in die Hölle. Deswegen gibt es heute Nottaufe noch, immer. Obwohl das mittlerweile schon wieder ein anderer Akida geworden ist, die sagen mittlerweile, nee, komm doch nicht in die Hölle oder Vorhölle und was auch immer. So, wenn er dies sagt, dann sagen wir, du bist eigentlich näher zum Islam als zum Christentum jetzt, weil du glaubst eigentlich, diese zwei Punkte glaubst du genau das, was Islam ist. Und dann halt ihn zum Pfarrer schicken, sagen, frag ihn mal. Und dann, was sagen wir aber vorher? Aber was ist, wenn der Pfarrer mir recht gibt? Wenn er sagt, das heißt, die Christen glauben, dass Jesus Gott ist. Aber wird der Pfarrer das? Natürlich sagt er das. Jetzt würde er den Glauben verleugnen. Was? Deswegen ja sind die Kuffar, weil die wissen ja die Wahrheit. Nicht alle. Nicht alle. Nicht alle. Ist nicht unbedingt ein Dings, dass die Wahrheit zu wissen. Ist nicht unbedingt ein Dings für oder an die Wahrheit zu glauben. Nicht jeder. Es gibt Leute, die leugnen den Glauben und die wissen, dass es richtig ist. Es gibt Leute, die sind arrogant. Es gibt Leute, die halt von einer anderen Sache überzeugt sind. Gibt es verschiedene Gruppen. Aber der wird das ganz klar sagen, dass das Christentum glaubt, dass Jesus Gott ist. Was anderes kann er nicht sagen. So. Dann kommt das Argument, das was viele Leute sagen. Viele Leute sagen zu dir, in der Dawa, wenn du mit jemandem redest, gerade Nicht-Muslime, gerade solche verkappten Christen oder so Leute, die Deisten sind, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Wenn du sie fragst, wie kommt man denn ins Paradies? Glaub mir, Bruder, merkt euch diesen Weg. Wie kommt man denn ins Paradies? Dann wird er sagen, Hauptsache man ist ein guter Mensch. Wie oft habt ihr das schon gehört? Hauptsache guter Mensch. Hauptsache man ist ein guter Mensch. So, dann stellen wir die erste Frage. Das ist eigentlich ein positives Aufwerten, eine gute Art mit Leuten zu reden. Sagst du, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ich gebe dir recht. Hauptsache guter Mensch. Aber die Frage, die sich stellt, ist, wann bist du denn ein guter Mensch und nach wessen Maßstab? Okay? Das heißt, dann die nächste, also eher, das waren diese zwei Fragen. Jetzt kommt die dritte Frage. Wenn er sagt, wie antworten wir auf jemanden, der sagt, Hauptsache guter Mensch? Was sagen wir zu ihm? Wir sagen zu ihm, stimmt, du hast vollkommen recht. Aber nach wessen Maßstab guter Mensch? Nach deinem Maßstab? Nach meinem Maßstab? Da kannst du Beispiele bringen. Dann sagst du, jeder Mensch nach seinem eigenen Maßstab ist ein guter Mensch. Fast jeder Mensch. Ach, ich glaube es mir, der Dieb hier, der in der Bank, heute habe ich einen getroffen, so tätowiert von Kopf bis Fuß, ja, ich glaube, der war auch betrunken, hat er sich eine Express gezogen, das ist eine Tageszeit im Köln-Bonner Raum, und ich bin an ihm vorbei und ich habe dann geguckt, was auf dem Titelblatt steht von der Express.
Dann sagt er, hier, nimm Zeitung, so und so. Sag ich, ach, gibt heute kostenlos die Zeitung? Sagt er, ja, für dich kostenlos. Sag ich, ach so, wie, ist das heute kostenlos oder, ach so, ja, nö. Ja, ich bezahle nie hier, ich mache immer so und so. Sag ich, das ist Diebstahl, ne, sag ich zu ihm. Ich ist am Lachen. Jetzt frag ihn doch mal, das ist klarer Diebstahl. Stell dir mal vor, jeder würde die Expresso klauen, geht die Zeitung pleite. Verstehst du, was ich meine? Ich meine, das haben wir auch nichts verloren, weil die immer nackte Frauen vorne auf dem Titelblatt haben. Aber trotz alledem, ist Diebstahl. Verstehst du, was ich meine? So, jetzt frag ihn doch mal, ob er das als eine Sünde ansieht. Nee, sieht er nicht als Sünde an. Frag doch mal den, der jedes Wochenende ins Bordell geht, ob er das als Sünde ansieht. Nee, der redet sich das schön. Das ist doch, was Allah im Koran sagt. Der Scheitan lässt ihn ihre Taten im schönsten Licht erscheinen. Der geht ins Bordell, jedes Wochenende vergnügt sich und sagt, ach, das belebt doch meine Ehe. Das belebt meine Ehe, sagt er. Glaub es mir. Glaub es mir. Ist so. Meinst du, der sagt sich, er ist jetzt ein schlechter Mensch geworden? Weil jeder Mensch will sich selber positiv sehen. Und das macht er immer auf zwei Arten. Oder drei. Wie will sich der Mensch positiv sehen? Indem er die schlechten Sachen, die er macht, klein redet. Die schlechten Sachen, die er macht, redet er klein. Der sagt zum Beispiel, alle Führer der islamischen Länder sind Kuffar und wer das nicht sagt, ist selber Käfer, dann redet er den Fehler klein. Dann macht er da was ganz Kleines draus. Obwohl er eine riesengroße Atombombe ist, ein riesengroßer Fehler. Und Fehler von anderen groß reden. Oder wenn jemand etwas besser hat als jemand anders, das, was er hat, schlecht reden. Das nennt man Neid. Was ist Neid? Neid ist, dass du das hast, was ein anderer hat. Du hast das. Nicht hast das. Im Sinne von Besitzen, du hast das, du verabscheust das. Du willst nicht, dass der das hat. Aber du kannst es ja nicht von ihm wegnehmen. Wenn er einen Ferrari hat, dann kannst du vielleicht den Ferrari, könntest du ihm vielleicht klauen. Aber wenn jemand eine Eigenschaft oder zerkratzen, das machen Leute, die neidisch sind, die gehen an dem Wagen vorbei, zerkratzen den Wagen, weil die wollen das nicht, dass der das hat. Aber wenn das eine Eigenschaft ist und er kann den Menschen nicht umbringen, was macht der? Der redet diese Eigenschaft schlecht oder der redet eine eigene, andere Eigenschaft, die er hat, die schlecht ist, die nicht so gut ist, die betont er, um den schlecht zu machen. Und so betrügt sich der Mensch auch immer selber. Der Mensch, Achi, hast du schon mal jemanden erzählt, jemand, gerade wenn er mit dir über Islam redet, der zugibt, dass er unglücklich ist? Achi, in Deutschland drehen die Leute alle 48 Minuten durch. Bringt sich einer um? Wie viele Leute sind drogenabhängig, alkoholabhängig? Aber meinst du, der gibt das zu? Dass er Probleme hat? Nein, weil der will ja als positiv dastehen. Und deswegen, diese Sache, ich bin doch ein guter Mensch. Nach wessen Maßstab bist du ein guter Mensch? Nach deinem Maßstab? Nach deinem Maßstab? Dein Maßstab interessiert nicht. Du siehst es doch hier um dich herum, wenn du zum Lehrer gehst und hast eine Aufgabe. Genau dasselbe dort. Wie oft habt ihr es in der Schule erlebt? Jemand sagt, ich bin ungerecht von dem Lehrer behandelt worden. Die Arbeit, die ich geschrieben habe, die war eigentlich gut gewesen. Ja, nach deinem Maßstab, nicht nach dem Maßstab des Lehrers. Und im Endeffekt interessiert das nicht, was dein Maßstab sagt. Deine Note ist schlecht. Punkt. Weil nach dem Maßstab des Lehrers war deine Arbeit schlecht gewesen. Aber was sagt er dann? Ja, der Lehrer mag mich nicht. Genauso ist das. Und genauso ist das hier auch. Der redet sich seine Taten schön. Ja, ich gehe ja im Kaufhaus klauen, aber das macht ja nichts. Ja, weil die haben sowieso genug. Und der Staat, die beklauen mich sowieso. Die beklauen mich doch eigentlich, ich klaue da nur wieder von denen zurück. Ich bin so eine Art Robin Hood, bin ich. Persönlicher Robin Hood. Ja, so, genau so ist das. So redet sich jeder die Taten schön. Und der Satan lässt einem die Taten, wie im Koran sagt, der macht einem die Taten, lässt im schönsten Licht erscheinen, die schlechtesten Taten. So, dann etwas anderes. Dann sagen wir nach deinem Maßstab. Aber der Maßstab von Gott zählt. Punkt Nummer zwei. Wie gesagt, jeder ist nach seinem Maßstab ein guter Mensch. Punkt Nummer drei. Und ich habe sogar, mich ruft einmal eine Türkin an. Wisst ihr, was die zu mir sagt? Die sagt zu mir, warum gehen die Christen in die Hölle, wenn die gute Menschen sind? Was habe ich zu ihr gesagt? Guck mal, das ist das nächste Beispiel. Wann ist man ein guter Mensch? Nach wessen Maßstab? Nach deinem Maßstab? Er hat ja keinem wehgetan. Woher willst du das wissen, wem er nicht alles wehgetan hat? Kennst du alles? Hast du mich 24 Stunden am Tag beobachtet? Wie viel willst du über mich urteilen? Du urteilst über das, was du siehst. Okay, kein Problem.
Aber der Mensch hat dreierlei Pflichten. Pflichten gegenüber den anderen Menschen. Vielleicht ist er ein guter Mensch. Vielleicht macht er gute Taten. Ist das sofort im Islam anerkannt? Nur wenn er die für Allah macht. Vielleicht macht er die guten Taten zu den anderen Menschen auch, damit die sagen, MashaAllah. Sehr gut. Am jüngsten Tag, was sagt der Prophet? Inna awwala an-nasi yuqda yawm al-qiyamati alay. Der erste, zu den ersten Menschen, die am jüngsten Tag abgerechnet wird, ist einer, der ist Shahid geworden. Rajulun istushidu. Rajulun istushidu. Istushida. Fa'utiya bihi. Fa'arrafa ni'matahu fa'arrafaha. Ein Mensch, der ist Shahid, der ist auf dem Weg im Dschihad gestorben. Dann werden ihm seine Taten gezeigt. Und dann werden ihm seine Gnadengaben gezeigt, die Allah ihm gegeben hat. Er gibt zu, hier, diese Taten habe ich bekommen. Dann sagt Allah, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Was hast du dafür getan? Was sagt er? قَلْتَلْتُ فِيك حَتَّ إِسْتُشِتُ. Ich habe für dich gekämpft, bis ich getötet wurde. Was sagt Allah? كَذَّبْتُ. وَلَكِنَّكَ قَتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ. Er sagt, du hast nicht deswegen gekämpft. Du hast gelogen. Du hast gekämpft, damit die Leute sagen, hier, stark, tapfer. Und wurde schon gesagt, dann wird er auf das Gesicht gezogen, bis er in die Hölle geschmissen wird. Nummer 2. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-Quran. Ein Mensch, der hat Wissen gelernt und gelehrt und hat den Koran gelesen. Fa'uti bihi, dann wird er gebracht. Werden ihm die Gnadengaben gezeigt, die er bekommen hat. Und er gibt zu, er hat die bekommen. Was hast du gemacht? Was hast du dafür gemacht? Er sagt, ich habe Wissen gelernt und gelehrt und habe für dich den Koran gelesen. Was sagt er? Kedhabt. Du hast gelogen. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ يُقَالَ عَالِمٌ. Du hast gelernt, damit gesagt wird, Gelehrter. وَقَرَاتُ الْقُرْآنِ لِيُقَالَ كَارِمٌ فَقَدْ قِيلٌ. Du hast den Koran gelesen, damit gesagt wird, Leser vom Koran, فَقَدْ قِيلٌ. Dann Nummer 3, رَجُلٌ. Ja? رَجُلٌ وَسَأَ اللَّهُ لَهُ وَعَاتَاهُ مِنْ كُلِّ أَسْنَافِ الْمَالِ. Ein Mensch, Allah hat ihm viel Geld gegeben. فَأُوتِيَ بِهِ فَأَرَّفَ نِعْمَهُ فَأَرَّفَهَا. Wird er gebracht und ihm werden die Gnadengaben gezeigt. Und er gibt zu, er hat die bekommen. Dann wird gesagt, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا. Was hast du dafür gemacht? Er sagt, مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ. Das heißt, ich habe keine Sache gelassen, wo du es magst, dass man dafür spendet, außer ich dafür gespendet habe. Was wird zu ihm gesagt? Kadhabt. Gelogen. وَلَكِنَّكَ أَنْفَقْتَ لِيُقَالَ جَوَاد فَقَدْ قِيل. Sondern du hast gespendet, damit die Menschen sagen, MashaAllah. فَقَدْ قِيل. Und wurde gesagt, du hast deinen Lohn bekommen, diesseits. فَأُمِرَ بِي فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِ حَتَّى يُلْقَ فِي النَّارِ. Wird er auf dem Gesicht gezogen, bis er ins Höllenfeuer geschmissen wird. Möge Allah uns Ikhlas geben. Guck mal. Das heißt, diese Person, selbst wenn der gut ist, vielleicht ist der gut, damit die Leute was sagen. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wir haben ja sowieso schon eben gesagt, nach welchem Maßstab. Wir haben gesagt, erstmal, wie bist du zu anderen Menschen? Zweitens, wie bist du zu dich selber? Du hast Pflichten gegenüber dir selber. Wie bist du zu dir selber? Vielleicht bist du gut zu anderen Menschen, aber du bist selber heroinabhängig. Du machst deinen eigenen Körper kaputt. Wem gehört dein Körper? Allah gehört dein Körper. Wem gehört deine Seele? Deine Seele gehört Allah. Die hat er dir gegeben. Da wirst du nach gefragt. Das ist die Ni'ama, nach der du gefragt wirst. Was hast du damit gemacht? Hast du in die Mülltonne geworfen? Was vielleicht zu anderen Menschen gut? Was war mit dir? Zina gemacht. Zina gemacht. Frau oder Mann. Ja, meinst du, der Mann hat sich beschwert, mit dem die Frau geschlafen hat? Hat sich beschwert, die hat ihm was Böses getan. Wird er vielleicht nicht denken. Was tun? Aber er. Du hast dir selber Unrecht angetan. Punkt Nummer 3. Was hast du für Allah gemacht? Hast du ihn alleine angebetet? Was nützt dir das, wenn du die Dunya anbetest? Das heißt, der Maßstab
ist, was Allah als Maßstab angeht. Und der Maßstab von Allah ist das, was Allah im Koran herabgesandt hat, in der Sunna. Das heißt, du musst zu den anderen Menschen gut sein, so wie Allah es vorschreibt. Du musst zu dir selber gut sein. Du darfst keine Dinge nehmen, die dir schaden. Alkohol und so weiter, Drogen. Und drittens, du musst Allah alleine anbeten. Was nützt dir das, wenn du gut bist, aber zur selben Zeit sagst du, Gott ist erschaffen? Bruder, merkt euch dieses Beispiel. Weil es kommt manchmal dieses Beispiel. Die sagen, guck mal, da ist dieser eine Muslim, der hat mal diese oder jene Sünde gemacht, der hat vielleicht eine Freundin gehabt und so weiter und so fort. Wir sagen, das ist schlimm. Wir sagen, das ist schlimm. Ein Muslim, der klaut, das ist schlimm, das ist eine Schande für den Islam. Aber wer ist besser, der Muslim, der klaut, oder der Christ, der vielleicht ein ganz heiliges Leben führt? Der Maßstab ist Allahs Maßstab. Ich gebe euch ein Beispiel. Einer, der klaut, warum klaut der? Warum klaut einer, der klaut? Warum? Zum Beispiel, weil er kein Geld hat oder weil er reich werden will. Vielleicht hat er Geld und will noch reicher werden. Ist natürlich, oder? Der Mensch hat den Hang dazu, der will reich sein. Jemand, der Zina macht, der schläft mit einer Frau oder die Frau schläft mit einem Mann. Warum macht die das? Will Spaß haben. Ist das natürlich? Ist natürlich. Ist natürlich. Jemand, der Drogen nimmt, warum macht er das? Der will sich gut fühlen. Der will high sein. Ist natürlich, aber ist eine Sünde. Ich habe nicht gesagt, das ist keine Sünde, ja? Aber es ist eine Sünde, die einen natürlichen Ursprung hat. Das eine ist, der möchte gerne was besitzen. Der andere ist, der möchte seine Gelüste loswerden. Das andere ist, der möchte sich gut fühlen. Alles natürlich. Aber ist es natürlich zu sagen, Gott wurde geboren und ist ans Kreuz genagelt worden und hat bei seiner eigenen Schöpfung um Hilfe geschrien? Oder in Genesis 6, Vers 6, Gott schmerzte es im Herzen, dass er den Menschen erschaffen hatte und er bereute es. Oder Genesis 32, Gott ringt mit Jakob und verliert. Das ist nicht natürlich. Das heißt, welche Sünde ist schlimmer? Ach, diese Sünde, ja, in eine Schale, die macht alles kaputt, was er an guten Taten gemacht hat. Und so ist es. Und so ist es. Das heißt, Allah hat den Maßstab. Das können wir zu ihm sagen. Also das heißt, wenn er kommt mit dem Hauptsache guter Mensch, sagen wir, wie gesagt, welcher Maßstab? Dann diese drei Arten von Pflichten. Ja? Also diese Frage wird auch im Test kommen. Was sagen wir zu jemandem, der behauptet, es reiche, ein guter Mensch zu sein? Wie gesagt, was ist der Maßstab für guter Mensch? Dann diese Aufrichtigkeit in den Taten. Und drittens, dass wir Pflichten gegenüber uns selber, gegenüber den anderen Menschen und gegenüber Allah haben. Und dann dieses Beispiel. Mit was? Mit diesem Mann? Ja, wer ist besser? Der eine nimmt Drogen oder der andere, der sagt, Gott ist geboren und gestorben. So, dann kommt der nächste Punkt, was viele Leute sagen, und das wird heute propagiert. Ja, Friede vor, deswegen, heute, das ist eigentlich, wisst ihr, wie ich diesen Dauerkurs genannt habe? Hier steht, Friede, Freude, Eierkuchen oder was? Ja? Das ist der Friede, Freude, Eierkuchen-Einstellung ist das. Ist alles okay, alle kommen ins Paradies, alle Religionen sind richtig. Ja? Jetzt kommt der nächste Punkt. Das heißt, alle Religionen sind richtig. Du glaubst an dies, du glaubst an das. Ein Freund von mir, der hat Dawa gemacht mit einer Jüdin. Wisst ihr, was die gesagt hat? Die hat gesagt, nee, die Muslime sollen Muslime bleiben und so weiter und so fort, kommen am Ende alle ins Paradies. Das glauben die heutzutage. Am Ende kommen alle erlöst. Ein anderer, ich habe letztens ein Interview gehabt mit der Hannover Studie, irgendeine Universität in Hannover, die haben mir ein Interview gemacht. Da war eine Christin, die hat mich interviewt. Und die hat gesagt, die haben das so gemacht, die haben also einen Christen interviewt, mich interviewt, einen Juden, jüdischen Rabbiner interviewt, christlichen Priester, islamischen Missionar, mich und hier Dingsbums, jüdischen Rabbiner. Ne? Und weißt du, dann hat sie gesagt, der jüdische Rabbiner, der hat zu mir nicht gesagt, ich soll Judentum annehmen. Der hat zu mir gesagt, nee, bleiben Sie so, wie Sie sind. Der hat zu der Muslimin, die hat das eine Mädchen ist Muslimin, oder die eine Frau ist Muslimin, die andere Christin. Der hat zu der Muslimin gesagt, bleiben Sie so, wie Sie sind. Das ist alles auch richtig. Was sagen wir zu jemandem, der das sagt? Was sagen wir, wenn jetzt ein jüdischer Rabbiner sagt, ihr Muslime bleibt so, wie ihr seid, ihr seid auch auf dem richtigen Weg. Was sagen wir dann zu dem? Zum Beispiel. Ja, kann man auch sagen. Aber ich habe noch was. Noch was? Dritter Versuch, ja. Vielleicht war es so. Vielleicht ist er damit zufrieden.
Ja, aber ich würde sagen zu ihm, okay, Sie sagen, guck mal, da müsst ihr euch merken, wenn einer kommt mit, ja, ihr seid auch richtig. Sie sagen, wenn ich als Muslim sterbe, komme ich ins Paradies. Ich sage, wenn Sie als Jude sterben, das heißt als Jude von Religion, gehen Sie in die Hölle. Dann werden Sie auch Muslim, sind Sie auf der sicheren Seite. Hallo? Sie sagen, ich als Muslim bin im Paradies. Ich sage, Sie als Jude, wenn Sie so sterben, gehen Sie für alle Ewigkeit in die Hölle. Wollen Sie das Risiko eingehen? Nehmen Sie doch Islam an. Laut Ihrem Glauben bin ich doch sowieso richtig. Wo ist das Problem? Nehmen Sie doch Islam an, sind Sie auf der richtigen Seite. Es geht doch nicht nur um Leben und Tod, hier geht es um die Ewigkeit. Subhanallah. Auf jeden Fall, dann kommt diese Sache, alle Religionen sind richtig. Was sagen wir, wenn jemand sagt, alle Religionen sind richtig? Da gibt es Bücher. Alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen zu Gott. Viele Religionen, viele Wege, ein Ziel. Viele Wege und so weiter. Okay, dann sagen wir, was sagen wir dazu? Zu jemandem, der das sagt, natürlich wir als Muslime, wenn Muslim so einen Schwachsinn erzählt, wenn Muslim sowas erzählt oder der sich Muslim nennt, weil wer sowas sagt, ist kein Muslim. Und leider heutzutage, aufgrund des Dialogs, nicht Dialog, Dialyg, mit Ü, Dialyg, gibt es einige Moscheeverbände, die eine Schleimspur von hier bis nach Islamabad ziehen und die dann sowas erzählen. Ja, Sie sind Jurist, ist doch alles kein Problem hier. Wann war das? 2006, als der Papst nach Köln gekommen ist. Da laden muslimische Verbände, ich will den Namen gar nicht nennen, ihr kennt sie sowieso, da laden die den Papst ein, wisst ihr, was die machen? Die machen einen Knick vor dem und sagen, Eure Heiligkeit, Heiligkeit, Eure Heiligkeit, was für eine Heiligkeit? Achi, Tarutuch 596, Achi, der hat 1, was weiß ich, 6 Milliarden Menschen auf seiner Seite. Kannst du dir das vorstellen? Und eure Heiligkeit, sagen die. Wir sagen nicht, sei nicht nett zu dem. Wir können mit dem auch Dawa machen, aber guck mal, das ist genau der falsche Weg. Diese Dialyg-Dingsbums. Verstehst du? Diese Dialyg-Herangehensweise. Hauptsache, die Leute mögen uns. Bruder, viele Leute denken heute, wenn wir irgendetwas sagen oder wenn die Leute gegen uns sind, wir wären auf dem falschen Weg. In der Schweiz, Einreiseverbot, jetzt mit Abu Enes machen sie wieder Theater und so weiter und so fort. Verstehst du? Ja, Abu Enes hat gesagt, dass der, der vom abtrünnig ist und so weiter, Kopf abgehackt kriegt und so weiter und so fort. Ja. Kann man auch nichts für. Da kann man nichts gegen machen. Aber guck mal, und diese Leute denken, wenn sie nett gefunden werden von den Feinden des Islams, dass sie dann auf dem richtigen Weg sind. Ach ja, aber das ist genau das Zeichen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Der Prophet alaihissalatu wassalam, Achi, solange, was hat er, bevor er als Prophet berufen wurde, was hat er gemacht? Da ist er immer zur Höhle Hira gegangen und hat dort meditiert. Und wen hat er angebetet? Nur Allah alleine. Der Prophet hat alaihissalatu wassalam, hat in seinem Leben niemals Schirk begangen, eine Götze angebetet. Hat das irgendjemand gestört? Nö, das hat keinen gestört. Wann haben die angefangen, sich zu stören? Als er angefangen hat, dazu aufzurufen und zu sagen, sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und was sagt Allah im Koran über den Propheten? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Im Gesandten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Wer ist unser Beispiel? Irgendwelche Leute, die in ihrem Sessel sitzen und keine Ahnung vom Islam haben und dann erzählen, ja, heutzutage will jeder Scheich sein. Ja, diesen Schrott habt ihr uns eingebrockt. Hättet ihr mal die ganzen Jahre vorher hier etwas aufgebaut, nicht nur Moschee gebaut, Alhamdulillah, sondern ich rede von Lehrinstituten oder Leute mal ins Ausland geschickt, die aus Deutschland kommen, damit die Islam lernen, da bräuchte ich hier keinen Vortrag zu machen. Weil dann gäbe es schon genug, da würde ich selber hier sitzen und lernen.
Aber deswegen, mit den Mitteln, die wir haben, versuchen wir das Beste daraus zu machen, weil wir hier ein Emergency Case haben, Notfall. Ja, Notfall, Notfall. Wer eine andere Meinung ist, der soll mal rausgehen. Der soll sich mal die Straßen angucken, Achi. Der soll mal in Köln über die Ringe fahren und Dauer machen. Hier, nimmt er so Flyer hier mit und dann verteilt er mal. Wir haben es letztens gemacht, Achi. Da siehst du nur Muslime. Muslimische Mädchen, die ist das. Letztens, der Bruder hier, der wohnt genau auf den Ringen in Köln. Das ist die da sozusagen die oberharte Disco-Meile sozusagen, ja. Achi, da komme ich um 4 Uhr morgens, bringe ich ihn nach Hause, weil er kam vom Vortag von weit weg. Ungefähr, ich war vier, irgendwie so um den Dreh. Da sehen wir dann, vor uns, ich schalte den Wagen an, vor uns, türkische Mädchen. Die werden gerade von ihrem Vater abgeholt von der Disco. Kannst du dir vorstellen? Auf meine Töchter ist Verlass, die machen ja nichts. Ja, ja, ist klar. Das kennen wir schon. Das musst du dir mal vorstellen. So. Das heißt, wenn einer sagt, alle Religionen sind richtig, als Muslim, dann sagen wir zu ihm Sure 3, Vers 85. Wenn er also als Nicht-Muslim sagt, dann sagen wir, okay, eine Frage. Eine Frage. Ist 3 gleich 2? Ist 3 gleich 2 oder ist 3 gleich 3? Sie sagen, nee, 3 ist ungleich 2. 3 ist ganz klare Mathematik hier. 3 ist ungleich 2 hier. Guck mal. Ungleich, also das Gleichzeichen durchgestrichen. 3 ist zu klein, ist egal. Aber das hat jeder von euch gesehen, verstehst du hier? 3 hier. 3 ist ungleich 2. Es ist ganz klar, 3 ist nicht 2. Oder ist 2 gleich 3 oder 3 ist gleich 3. 3 ist nicht 2. So, dann fragen wir ihn, kann Jesus gleichzeitig Gott sein? Und kann es gleichzeitig falsch sein, daran zu glauben, dass Jesus Gott ist? Das ist völliger Quatsch. Wie willst du sagen, ja, die Christen sagen, Jesus ist Gott. Und das ist richtig. Und es ist falsch zu sagen, dass Jesus nicht Gott ist. Die Muslime sagen, Jesus ist nicht Gott. Und es ist falsch zu sagen, dass Jesus Gott ist. Wie können die beide gleichzeitig richtig sein? Das ist völliger Mumpitz. Völliger Quatsch. Das heißt, alle Religionen sagen von sich selber, dass sie der richtige Weg sind. Selbst der Jude, der sagt, du kannst als Muslim ruhig Muslim bleiben, der sagt aber, dass sein Weg der beste ist. Das ist ganz klar. Und orthodox gesehen, wenn man ganz zurückgeht, ist es der einzige Weg für die. Es ist totaler Schwachsinn eigentlich, was sie erzählen. Weil wie kann der Jude sagen, Christentum ist auch richtig, wenn der Jude sagt, Jesus ist nicht der Messias und der Christ sagt, Christus ist Jesus der Messias. Die können nicht beide gleichzeitig richtig sein, das ist totaler Quatsch. Jede Religion sagt von sich selber, dass sie der einzig wahre Weg zu Gott darstellt. Das heißt, wenn zu dir jemand kommt und sagt, alle Religionen sind richtig, dann sagst du ihm, ist 3 gleich 2? Nee, 3 ist ungleich 2. Okay, wie kann Jesus gleichzeitig laut Christentum Gott sein? Und es ist sein auch Christentum falsch zu glauben, dass Jesus nicht Gott ist? Und gleichzeitig nach Islam ist er nicht Gott und es ist falsch zu glauben, dass Jesus Gott ist. Punkt. Hast das Thema direkt beendet. So, dann wird er höchstens sagen, ja, so und so, das ist ja alles früher geschrieben worden. Dann sagst du, Moment, jetzt sagst du was anderes. Jetzt sagst du gerade, alle Religionen sind falsch. Jetzt sagst du nicht mehr alle, du hast eben gesagt, alle Religionen sind richtig. Jetzt sagst du, alle Religionen sind falsch. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du sagst, alle Religionen sind falsch, dann gebe ich dir recht. Bis auf eine Religion, Islam. Hast du dich mit der mal richtig beschäftigt? So. Dann kommt der nächste Knaller, der heißt, alle kommen ins Paradies. Alle Menschen kommen ins Paradies. Hast du bestimmt auch schon gehört. Alle Menschen kommen ins Paradies. Kommen sowieso alle ins Paradies. Wir haben doch die Hölle hier auf Erden. Bis das dann sagen muss, das ist unsere Diskussionsart.
Hast du eine Garantie dafür? Du musst dir mal vorstellen, was in so einem Mensch vorgeht. Du musst dir mal vorstellen, weil der hat ja keine Ahnung. Du sagst zu ihm, hast du eine Garantie dafür, dass alle Menschen ins Paradies gehen? Wenn du so jemanden hast, der so scherzt, und, ach ja, Junge, das ist so, glaubet mir, das hat nicht Sinn, alle hier kommen ins Paradies. Was hast du sowieso keinen, das macht sowieso keinen Sinn. Dann musst du ihm sagen, guck mal, wenn er dann so anfängt, so spaßig zu reden, dann musst du sagen, guck mal, ich will mich ernsthaft unterhalten. Weil wenn wir das jetzt ins Lächerliche ziehen, wir können mal hier und da einen Scherz machen, dann hat die Diskussion für mich keinen Zweck. Sondern ich frage dich, hast du eine Garantie dafür, dass du ins Paradies kommst? Dann sagt er wieder, ich habe ja keinem was Schlechtes gemacht. Dann kommst du wieder zum anderen Punkt, was wir eben erwähnt haben. Dann sagst du zu ihm, ja, könnte ja theoretisch sein, dass Gott dich trotzdem in die Hölle schickt. Auch wenn du keinem was Schlechtes gemacht hast. Ja, warum? Ja, weißt du, was Gott vorgeschrieben hat? Wo ist deine Garantie dafür? Du hast keine Garantie. Alle Menschen kommen ins Paradies, wie gesagt, da sagen wir zuerst mal, wo ist deine Garantie dafür? Wo ist deine Garantie für dich selber? Du musst mal vorstellen, ein Mensch sitzt vor dir, der keine Ahnung hat, und jetzt sagst du zu ihm, wo ist deine Garantie, dass du nicht in die Hölle gehst? Boom! Und dann gibst du ihm das bildlich. Dann sagst du zu ihm, hör mal, stell mal vor, du stirbst morgen. Hast du eine Garantie, dass du kannst ja morgen sterben. Guck mal, wie alt du schon geworden bist jetzt. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Vielleicht bist du morgen schon tot. Wie viele sind plötzlich gestorben? Was ist deine Garantie, dass du im Paradies bist, wenn du morgen stirbst und nicht in die Hölle gehst? Das sind Sachen, Brüder, das sind auch Sachen, die Leute, die Herzen bewegen, Achi. Weil jeder Mensch, ihr müsst wissen, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der sich 100% sicher sein kann. Möge Allah uns festigen. Man kann sich sicher sein, dass der Weg richtig ist als Muslim. Aber gerade derjenige, der diese Einschätzung hat, ach ja, alle sind richtig, ist jemand, der hat sich damit nicht beschäftigt, das ist ein Kreuzworträtselleser. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Zuschauer ist das. Ach, der hat keine Ahnung, das heißt, dieser Mensch, ach, der weiß es selber nicht, der ist im Zweifel. Wisst ihr, warum der diese Aussage nur sagt? Und das müsst ihr ihm sagen. Sagst du diese Aussage, weil du dich selber damit berühmen willst? Oder sagst du diese Aussage, weil du davon überzeugt bist? Merkt euch diesen Satz, glaub mir. Erstens, welche Garantie hast du, dass du, wenn du morgen stirbst, nicht in der Hölle bist? Und der zweite Satz ist, du sagst also, alle Menschen kommen ins Paradies. Sagst du das, um dich selber zu beruhigen? Oder weil du festes Wissen darüber hast? Wenn er sagt, er hat festes Wissen darüber, dann gib mir einen Beweis. Er hat keinen Beweis. Und wenn er aufrichtig ist, weil die Leute, die nicht aufrichtig sind, was soll man mit denen diskutieren? Aber der aufrichtig ist, der wird nachdenken. Stell dir mal vor, jemand, du hast keine Ahnung von Tuten und Blasen, jemand sagt dir, ey, vielleicht bist du morgen in der Hölle. Ist doch automatisch, dass du darüber nachdenkst. Wir haben diesen Fall einmal gehabt. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt. Habe ich das, die Geschichte mit dem Mädchen in der Disco, wer kennt die? Wer kennt die aufzeigen? Du kennst sie doch, oder? So, wie soll ich das denn sehen? So, und dann wieder runternehmen. Mal bitte aufzeigen, wer die Geschichte von dem Mädchen in Disco kennt. Nur drei Leute, okay, pass auf. Ich gebe euch ein Beispiel. Ganz wichtig in der Dauer. Ein Mädchen, die ist bei einem Islamvortrag von mir zum Islam übergetreten. Dann hat die danach ihre Geschichte erzählt, ich habe das schon öfter erzählt, aber ich bringe es nochmal, wie die zum Islam gekommen ist. Die war in der Disco, hat sich einen gesoffen, Alkohol, und dann hat die einen marokkanischen Bruder dort getroffen und die wusste nicht, wie sie nach Hause kommen soll und die kam mit dem ins Gespräch und hat jetzt gesagt, kannst du mich vielleicht nach Hause fahren? Da hat der Bruder die nach Hause gefahren, der war selber in der Disco und da haben die unterwegs dann angefangen zu reden. Sie hat dann über Alkohol geredet, die war jetzt nicht voll besoffen oder so, ja, ne? Also, aber so ein bisschen angetrunken auf jeden Fall, ja? Die hat auf jeden Fall einen drin gehabt, ne? Dass man so ein bisschen witzig war, ne? Auf jeden Fall, die kam dann an, hat zu ihm gesagt, ja, so und so Alkohol hinher. Hat er gesagt, ja, ich trinke keinen Alkohol, weil ich bin Muslim. Alhamdulillah. War zwar in der Disco, aber wenigstens kein Alkohol getrunken. Besser als gar nichts, oder? Besser als die Sau voll rauslassen, von A bis Z, ne? Auf jeden Fall, hat er sich mit ihr unterhalten und hat er zu ihr gesagt, ja,
Wir glauben, dass derjenige, der stirbt und hat Islam nicht angenommen, dass der für alle Ewigkeiten in der Hölle brennen wird. Bis er die gesagt hat? Er hat gesagt, ich will nicht in die Hölle. Die hat Angst bekommen. Da hat er gesagt, dann hebe die Hände heute Nacht zum Himmel und bete zu Allah, bete zu Gott, dass er dir den richtigen Weg zeigt. Wenn Islam richtig ist, soll er dir zeigen. Wenn Islam falsch ist, soll er dir zeigen. Dann hat sie, die Schwester, die Hände gehoben, hat das Gebet gemacht und die hat gesagt, danach hat die nur noch Islam im Kopf gehabt und im Endeffekt hat sie den Islam angenommen. Aber guck mal, ach, in der Disco, kannst du dir das vorstellen? Ach, im besoffenen Kopf und Allah hat trotzdem, weil sie aufrichtig gewesen hat, das erhört. وَإِذَا مَسَّكُمُ الدَّرُّ فِي الْبَحْرِ دَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ فَلَمَّا نَجَاكُمْ الْبَرِّ أَرَدْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Das heißt, wenn sie auf dem Meer waren, die Mushrikun, dann haben sie alle Leute vergessen, die sie vorher, die sind ihnen entschwunden, wo sie vorher die gebeten haben. Die haben vorher vielleicht die Götzen angebetet, aber dann auf dem Meer haben sie nur Allah angebetet. Und dann, فَلَمَّا نَجَاكُمْ. Und dann, als er sie gerettet hat, Allah hat sie gerettet. Das heißt, der Muschrik, der hatte Aufrichtigkeit gehabt, Allah hat trotzdem sein Bittgebet angenommen. Und dann, als sie an Land gekommen sind, haben sie sich wieder abgewandt. Und der Mensch ist wahrlich undankbar. Der Mensch ist undankbar, stets undankbar. Guck mal. Aber das ist der Punkt so. Dann, wie gesagt, alle kommen ins Paradies. Das hatten wir eben schon, ne? Alle kommen ins Paradies, ne? Haben wir eben schon gehabt, ne? So. Und dann hörst du immer so eine Aussage, das ist immer bei der Beerdigung. Da heißt es immer, jetzt geht es ihm oder ihr besser. Immer. Das ist derselbe Punkt, da sagst du ihm, wo ist deine Garantie dafür? Aber natürlich möchte ich eins sagen, was so Beerdigung angeht, das sind natürlich Punkte, wo es nicht von Hekma ist, jetzt zu sagen, ja, der oder so, wenn er jetzt, verstehst du, da direkt so einen Knüppel drauf zu haben, weil die Leute total durcheinander sind, ja. Sondern da vielleicht ein bisschen Samthandschuhe anfassen und sagen, ja, komm mal zu uns und so, wir müssen uns über Tod unterhalten und so weiter und so fort, ja. Dann, das nächste Argument, womit die Leute kommen, Scheinargument ist, Freiheiten. Deswegen habe ich ja gesagt, Friede vor der Eierkuchen. Der Islam gefällt mir nicht, weil im Islam ist es ja, muss man ja fünfmal am Tag beten. Und ich höre gerne Musik, im Islam soll man keine Musik hören. Und ich fühle mich so gut, wenn ich so glatt rasiert bin wie ein Babypopo. Deswegen im Islam, man soll Bart tragen. Nee, ist nichts für mich. Da kommen viele Leute mit, die kommen mit irgendeinem Argument, ja, weil ihm irgendetwas nicht gefällt. Was sagen wir zu dem? Wir sagen zu dem erstmal, was dir gefällt, ist völlig uninteressant. Interessant ist, was dem allmächtigen Gott gefällt. Das erstmal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn dir etwas nicht in den Kram passt, das ist kein Beweis dafür, dass das nicht von Gott ist. Das ist einfach nur ein Gelüste folgen. Das ist einfach nur ein Gelüste folgen. Aber wir sagen dir eins. Guck mal. Wenn du Islam annimmst, merkt euch diese Sache. Wenn du Islam annimmst, bist du auf dem richtigen Weg. Das heißt, das ist jetzt der Punkt, die Frage, die ja nachher kommt. Was sagen wir zu jemandem, der sagt, ja, es ist mir alles zu schwer? Weil es gibt manche Brüder, die geben ihm das Gefühl, weil er ist zu schwach. Wenn er nicht den Bart trägt und wenn er nicht dies macht, ist er kein Muslim. Das ist falsch. Er ist ja trotzdem Muslim. Er macht einen Fehler, aber er ist ja Muslim. Das heißt, du sagst ihm, guck mal, mach die Shahada und dann arbeite an dir. Der besser du stirbst mit der Shahada und hast 1 Million Sünden, als dass du ohne Shahada stirbst. Denn wenn du mit 1 Million Sünden stirbst, du kommst irgendwann aus der Hölle raus. Aber wenn du ohne Shahada stirbst, bist du für alle Ewigkeit verdammt in der Hölle. So. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Stunde, ne? Ungefähr. Bisschen mehr. Jetzt muss man wissen, diese verkappten Christen, das habe ich eben schon gesagt, die sind eigentlich Deisten. Die sind eigentlich Leute, was heißt Deist nochmal? Das heißt, jemand, der glaubt an Gott, aber der glaubt, es gibt keinen Weg. Und so ist es auch bei denen, das ist nur Christ, so wegen Weihnachtsbaum und so weiter. Ja? Weihnachten, gehen wir mal in die Kirche oder auch nicht.
Und Ostern, wenn du fragst, was ist Ostern eigentlich? Ja, Eier sammeln. Guck mal, was alles reingekommen ist. Es ist ein germanischer Brauch. Wie verdreht das alles ist, ja? Genau wie der 24. Dezember. Die wissen ganz genau, dass Jesus gar nicht da geboren ist. Er ist im Sommer geboren, laut Bibel. Ja, aber die sagen am 24. Dezember. Jetzt müssen wir fragen, warum ist dieser Mensch so? Weil das ist immer gut. Wir fragen uns, warum ist der jemand, der keinen Weg folgt? Der einfach nur sagt, ja, ich glaube an Gott. Erster Grund, Gelüste. Weil wenn er sagt, man muss keinen Weg folgen, das heißt, der redet sich das selber ein. Deswegen ist es wichtig, die Ursache zu wissen. Dann sagst du zu ihm, was lässt dich mit Gewissheit wissen, dass es keinen Weg gibt? Was lässt dich das wissen? Dann wird er sagen, guck mal, dann wird er entweder nichts darauf wissen. Du kannst dann direkt sagen, ist es vielleicht, weil du keine Lust hast, einem Weg zu folgen? Weil du zu arrogant bist oder zu hochmütig bist, dir vorschreiben zu lassen, was du machen musst? Das kannst du sagen. Oder er sagt, ja, der Beweis dafür, dass es kein Weg ist, ist, dass es so viele verschiedene Religionen gibt und jede Religion sagt, dass sie der richtige Weg ist. Dann sagen wir, Moment, das ist gerade ein Gedankenfehler. Weil, wenn fünf Leute vor Gericht stehen und die sagen alle, dass sie unschuldig sind, dann ist das kein Beweis dafür, dass die alle unschuldig sind. Versteht ihr? Es ist völlig unlogisch zu sagen, alle Religionen sagen, dass sie richtig sind, ja, und das ist der Beweis dafür, dass sie alle falsch sind. Das ist totaler Quatsch. Rein theoretisch, ja, es ist ganz klar, rein theoretisch, wenn alle Religionen sagen, sie sind richtig und jede Religion sagt, dass sie der eine wahre Weg zu Gott ist, was heißt das? Das heißt, es kann nur eine richtig sein. Aber es schließt niemals aus, dass nicht eine davon richtig ist. Also wir sagen zu ihm, wenn er diese Antwort gibt, also auf dieses Gelüste, wir sagen zu ihm, hör mal, kann das sein, dass du keinem Weg folgen willst, weil deine Gelüste dich davon abhalten, du bist zu arrogant, diesem Weg zu folgen, du willst dir nichts vorschreiben lassen? Dann wird er, wie gesagt, wenn er dann antwortet darauf, nee, ich mache das nicht, weil es gibt so viele Religionen und jede Religion sagt von sich, dass sie richtig ist. Dann sagen wir zu ihm, dies ist ein Gedankenfehler. Denn wenn jede Religion sagt, wenn wir fünf Religionen haben und jede Religion sagt von sich selber, ich bin der eine wahre Weg, alle anderen Religionen sind falsch, dann ist das kein Indiz dafür, dass alle fünf Religionen falsch sind, sondern das ist nur ein Zeichen, dass nur eine Religion richtig sein kann. Das ist logisch gedacht. Das ist komplette Logik so. Dann sagen wir zu ihm, hast du denn die Religion richtig analysiert? Wenn er sagt, nee, dann sagst du zu ihm, das ist ein Zeichen dafür wieder, dass du einfach nur keinen Bock hast, einer Sache zu folgen. Das ist ein Zeichen dafür, weil ansonsten hättest du ja geguckt. Das heißt, hast du analysiert, ah, ich habe Christentum gesehen, ich habe Buddhismus gesehen, ich habe dieses gesehen, ich habe Islam verglichen, Hinduismus und hast danach gesagt, ich habe gesehen, in jeder Religion gibt es Fehler, die ganz klar zeigen, dass sie nicht richtig ist. Hast du das gemacht? Hat er nicht. Weil ich sage euch, Brüder, alle Leute, die das machen, alle Leute, die das machen, die die Religion vergleichen, die landen beim Islam. Einer davon sitzt gerade vor euch. Alle Leute, die die Religion vergleichen, objektiv nach dem richtigen Weg suchen und den richtigen Weg wollen, die landen beim Islam. Ich habe so viele gesehen, die geguckt haben, was ist Buddhismus, was ist Hinduismus, was sagt das Christentum, was sagt das Judentum. Im Endeffekt haben sie gesehen, nur der Islam kann richtig sein. Das heißt, wir sagen zu ihm, hast du alle Religionen analysiert? Entweder er lügt und sagt ja. Dann sagen wir zu ihm, okay, kein Problem. Dann erzähl mir mal, was dich zum Beispiel davon überzeugt, dass der Islam falsch ist. Gib mir mal Argumente. Ja, die Frau im Islam muss Kopftuch tragen. Sagst du, der Mann muss Bart tragen. Die Frau im Islam erbt nur so und so viel. Ja, warum bist du reich und der andere ist arm? Wer hat das bestimmt? Allah? Allah hätte auch machen, ist doch allmächtig, Allah hätte auch machen können, dass ihr beide gleich viel Geld habt.
Warum haben nicht alle Menschen auf der Welt gleich viel Geld? Warum kriegt die Frau bei der Geburt Wehen, der Mann nicht? Normalerweise müsste doch der Mann dann auch zu Hause sitzen und Bauchschmerzen haben, während die Frau das Kind kriegt, oder? Nein, aber Allah hat das so bestimmt, weil das Leben eine Probe ist. Und der eine wird mit Reichtum auf die Probe gestellt, ob er dankbar ist, und der andere wird mit Armut auf die Probe gestellt. Und das diesseitige Leben ist so gut wie nichts wert. Sondern es ist nur die Probezeit. Das haben wir aber schon im anderen Dawa-Kurs richtig behandelt. So, zweiter Punkt ist Faulheit. Der hat gar keinen Bock, nach dem wahren Weg zu suchen. Der ist abgelenkt von der Dunya. Der ist nur mit Autos beschäftigt, dies, das beschäftigt, Börse beschäftigt, irgendeinem Schwachsinn beschäftigt. Der hat keinen Bock. Was? Ja, aber es ist was anderes. Der glaubt ja, dass Islam richtig ist. Hier gehen wir jetzt von der Sache aus, dass er einfach zu faul ist. Wir gehen ja von dem Deisten aus, warum der Deist faul ist. Natürlich gibt es Muslime, die faul sind. So, dann behauptet er, man könne den wahren Weg sowieso nicht finden. Wenn er sagt, was sagen wir jetzt, wenn er sagt, ja, den wahren Weg kann man sowieso nicht finden, was sagen wir dann zu dem? Was würdest du zu ihm sagen? Sag doch mal was. Nee, nee, ich meine jetzt hier zu dieser Sache, wenn er sagt, wahren Weg kann man sowieso nicht finden. Erste Sache ist, hast du es gemacht? Nee. Zweite Sache ist, warum gibt es so viele Leute, die Islam angenommen haben, die es gemacht haben, die zum Islam gekommen sind? So. So. Und dann gibt es zwei Herangehensweisen. Einmal, um die richtige Religion zu bestimmen, weil da kommen wir jetzt hin. Und natürlich, man könnte jetzt hunderte Argumenten bringen, warum ist der Islam richtig? Tausende. Aber ich möchte euch zwei Herangehensweisen zeigen. Die erste Herangehensweise ist, die Herangehensweise, bei allen Religionen nach Fehler zu suchen, die zeigen, dass diese Religion falsch ist. Und die Religion, wo man keinen Fehler findet, die bleibt dann als einzige übrig. Das ist La ilaha illallah. Ja? Die zweite Herangehensweise ist, dass man nach Dingen sucht, die absolut ganz klar und eindeutig nur von Gott kommen können. Hier haben wir ein Problem. Denn theoretisch können wir in der Bibel Wunder finden. Warum? Weil vieles von der Bibel noch von Gott ist. Theoretisch kann man das finden. Aber das ist erst ein Beweis, wenn es keinen Fehler gibt. Das heißt, die wahre Religion, die muss zwei Dinge haben. Erstens keinen Fehler haben und zweitens Dinge zeigen, die klar und eindeutig sind. So, jetzt gehen wir durch. Erstens, wenn wir jetzt euch das Judentum angucken und das Christentum, die glauben an die Bibel, Altes und Neues Testament, kann das Buch fehlerhaft sein? Hier müsst ihr euch einen Punkt nennen, Esra 2, Nehemia 7. Hier wird der Auszug der Israeliten aus Babylonien erwähnt. Und dann werden die verschiedenen Zahlen von Stämmen erwähnt. Und dann siehst du am Ende, dass 18 Mal sich die Zahlen voneinander unterscheiden. Das ist dieselbe Auszug. Da gibt es 18 verschiedene Widersprüche. Was ihr hier machen könnt ist, für die Dawa, genau, gerade mit Christen, wenn einer eine Bibel hat, du liest dir das durch, du schreibst einmal hier Esra 2 und dann hier Nehemia 7 und dann nimmst du den Stamm, die Anzahl, Stammanzahl, immer gegenüber. Damit du am Ende sagen kannst, guck mal, hier steht das, da steht das, da hast dann ein DIN A4 Blatt bei mir in der Tasche. Bei dir in der Tasche und dann sagst du hier, guck mal, da steht das, da steht das, da steht das, da steht das. Okay? Habt ihr verstanden, wie, ja? Zum Beispiel der Stamm Judäa. Esra 2 sagt 15 Leute, Nehemia 7 sagt 80 Leute. Bumm, und dann steht das hier. Esra 2, 80, Nehemia 2, 7 bei Judäa, Stamm Judäa. Als Beispiel. So. Jetzt. Das wäre dann zum Beispiel ein Zeichen, dass es hier Fehler gibt. Aber wir werden natürlich noch extra Unterrichte machen über Buddhismus, inshallah, über Christentum, über Judentum und so weiter. Dann Buddhismus beispielsweise. Hier sagen wir, dass heute gesagt wird, und die Buddhisten geben es teilweise selber zu, dass die Schriften, die es heute gibt vom Buddhismus, das hat auch der Hussein Yeh gesagt, der vom Buddhismus zum Islam übergetreten ist, wenn heute jemand Buddhist, ein guter Buddhist sein will, das heißt ein Folger von Gautama Buddha,
sozusagen der Stifter der Religion, dann hat er gar keine Handhabe. Er hat keinen Beweis dafür, dass er wirklich Gautama Buddha folgt. Weil die Bücher, die heute vorhanden sind, die sind 400 Jahre nach Gautama Buddha aufgeschrieben worden, ohne Isnad, ohne alles. Das heißt, es gibt keinen Beweis für die Authentizität. So. Dann kommen wir zur Botschaft falscher Religion. Die Botschaft falscher Religion ist, dass sie immer zur Anbetung der Schöpfung aufrufen. Und diese Anbetung, zum Beispiel im Christentum, ruft dazu auf, Jesus anzubeten. Ist Jesus erschaffen? Jesus ist geboren. Es ist völliger Blödsinn zu behaupten, er ist geboren und nicht erschaffen. Jemand, der geboren ist, ist erschaffen. Das heißt, wird die Schöpfung angebetet. Hinduismus, Buddhismus, oder wird gar keiner angebetet. Oder Judentum beispielsweise, die Schöpfung wird mit Gott verglichen. Immer diese Arten von Schirk. Der Islam ist die einzige Religion, wo ganz klar nur Gott alleine angebetet wird. Dann, der Name der Religion. Der Name der Religion muss eine Allgemeingültigkeit implizieren. Judentum impliziert schon von vornherein für den Stamm Juda. Buddhismus nach einer Person. Christentum nach einer Person. Alle Religionen sind entweder nach einem Stamm, nach einem Land oder nach einer Person genannt worden. Hinduismus nach Hindu. Islam, ja bitte. Was hat das mit den Zeugen Jehovas auf sich, wenn ich fragen darf? Weil ich habe eine Frau, die Serbin ist und wir haben einen gemeinsamen Sohn. Und ich bin Türke. Ja, guck mal Bruder, die Sache ist folgendermaßen, weil das Thema ist jetzt nicht Zeugen Jehovas. Was ich dir als Tipp gebe ist, Bruder, wenn du auf unsere Seite gehst, ja, Einladung zu paradies.de, dann gehst du links auf Videokategorien, da gehst du auf Nicht-Muslime. Und da ist auch ein Video, wie diskutiert man mit Zeugen Jehovas. Und da ist auch eine Debatte von mir mit Zeugen Jehovas drauf. Weil das bringt dir mehr, weil ich rede da ungefähr eine Stunde über Zeugen Jehovas, das bringt dir mehr, als wenn ich dir jetzt 2, 3 Sätze sage. Das heißt, du hast Internet, ja? Einfach auf unsere Internetseite gehen, Einladung zu paradies.de oder muslimtube.de, das ist der andere Name. Weil wir sind jetzt den Namen muslimtube am Verbreiten, weil wir haben gemerkt, dass viele Leute dann bei Einladung zum Paradies Probleme haben. Der sagt dann Einladung ins Paradies oder er sagt Einladung fürs Paradies und so weiter. Deswegen haben wir jetzt gesagt, muslimtube.de ist einfach zu merken. Ja? Okay, deswegen Bruder, weil das ist jetzt nicht das Thema, ich das falsch verstehst, aber du kannst das da beantwortet kriegen. Jetzt zu dieser Sache zurück, zu dem Namen. Aber was ist mit Islam? Islam bedeutet auf Arabisch Gott ergeben. Das heißt nicht Gott hingeben, sich Gott ergeben. Das heißt, das impliziert schon von vornherein eine Tat, eine Handlungsweise bzw. eine Einstellung. Und diese Einstellung ist die Einstellung, die wir bei allen Leuten sehen, dass sie sich Gott ergeben haben. Die ganzen Propheten im Alten Testament. Sogar, wenn man das heute sieht von Buddha, sieht man nirgendwo, dass Buddha gesagt hat, man soll ihn anbeten. Wir haben keinen Beweis dafür, dass Buddha ein Prophet war. Versteht ihr? Aber Allah sagt im Koran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Aber es könnte theoretisch sein, dass er ein Prophet gewesen ist und dass man seine Botschaft auch verdreht hat. Weil heute in den, sagen wir mal, Büchern, die 400 Jahre später geschrieben worden sind, findet man nicht, dass man ihn anbeten soll. Sondern man sieht, dass er jemand ist, der in Askese gelebt hat, der sich von der Welt entsagt hat, der so Sucht gemacht hat, ja, wie heute jetzt Sucht, das heißt ein Zahid. Izhad fi dunya yuhibbukallah, wa izhad fi ma'inda nas yuhibbukan nas. Das heißt, sei abstinent von gegenüber Allah. Also in der Dunya, so wird dich Allah lieben und sei abstinent, was die Menschen haben, so werden dich die Menschen lieben, ja. Aber das nur als Beispiel. Das heißt, das impliziert eine Tat und ist nicht für einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Person festgestellt. Warum? Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das müsst ihr euch merken. Dieser Vers muss auswendig gelernt werden. Sure 17, Vers 15. Der Islam ist keine neue Religion. Der Islam ist keine neue Religion, die mit dem Propheten Mohammed gebracht wurde, sondern eine allgemeingültige Religion. Alle Propheten kam mit derselben Botschaft, vom selben allmächtigen Gott, das war, diene dem einen wahren Gott alleine. So. Und das zeigt, dass im Islam jeder ins Paradies kommen kann. Weil was muss die richtige Religion haben? Die muss eine Eigenschaft haben.
die muss zu jeder Zeit an jedem Ort auf der Welt einen Weg bestimmen oder jemand eine Möglichkeit geben, ins Paradies zu kommen. Gibt es nur im Islam. Weil in Sure 17, Vers 15 sagt Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht er bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das heißt, jemand, der vorher gelebt hat, der war von den Folgern Moses, hat rechtschaffend gehandelt, mit Aufrichtigkeit Moses gefolgt. Was war der? Ein Muslim, weil er sich Gott ergeben hat. So wie es zur damaligen Zeit ihm möglich war. Jemand, der Jesus rechtschaffend mit Aufrichtigkeit gefolgt hat, was war der? Ein Muslim. Was heißt Muslim? Gottergebener. Weil er sich Gott ergeben hat. Der hat an den Propheten geglaubt, der zu ihm gekommen ist. So. Heute aber jemand, der behauptet, Jesus oder Moses zu folgen, kann ihm nicht folgen, weil die Botschaft entstellt wurde. Und er muss dem letzten Propheten folgen. Wenn es heute ein anderes Straßenverkehrsgesetz gibt und Allah hat etwas geändert, die Akida ist gleich, aber ein Gesetz hat sich geändert. Du kannst, jetzt zum Beispiel gibt es diese Aufkleber, grüne Aufkleber und was weiß ich für ein Aufkleber, ja? So, kannst jetzt sagen, hey, warte mal, ich folge dem Gesetz von vor einem Jahr. Warum muss ich denn jetzt die 40 Euro Strafe bezahlen? Nur weil ich nicht in diese Umweltzone reingefahren bin. Ja, neues Gesetz. Pech gehabt. Ganz einfach. Das heißt, du musst an Gott glauben und ihm folgen und dich ihm ergeben, wenn das neue Gesetz kommt. Wenn ein Gesetz kommt von Allah mit einem neuen Propheten und du willst es nicht annehmen, hast du dich dann Gott ergeben? Nein. Nein, ganz klar. Gut. Das ist die Allgemeingültigkeit des Islam. Das heißt, wenn irgendwo jemand nie was vom Propheten Mohammed gehört hat, was gibt es dann für den? Allah sagt, Sure 17, Vers 15, wir haben nicht bestraft, bis ein Gesandter kam. Der wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt werden. So, jetzt gebe ich euch einen Beweis aus dem Koran, einen wissenschaftlichen Beweis. Den sollt ihr auswendig lernen. Einen Vers. Weil den könnt ihr dann immer bringen. So. Das ist in Sure 51, Vers 47. Da steht, wir haben den Himmel aufgebaut mit Kraft und wir dehnen ihn aus. Heute hat man festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Ein gewisser Edwin Hubble, nee, ich weiß jetzt nicht, den Namen habe ich jetzt vergessen, ist aber egal. Heute die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Durch Teleskope und so weiter haben die gesehen, dass diese Abstände von den Sternen größer werden. Das heißt, das Universum dehnt sich aus. Hier im Koran steht, vor 1400 Jahren, eine Erkenntnis, die wir erst im letzten Jahrhundert gemacht haben. Hier, Sure 51, Vers 47. Lernt den Vers auswendig. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Lernt den am besten auf Arabisch auswendig und auf Deutsch. Und dann sagt ihr, wenn ihr irgendwo eine Diskussion habt, sagst du, guck mal, was im Koran steht. Ganz klare Sache, woher sollte der Prophet wissen, dass sich das Universum ausdehnt? Der sagt, der Himmel, wir dehnen den Himmel aus. Ist doch klar, was damit gemeint ist.